Ja, sieht der perfekte Motorradhelm nun so aus? Oder doch eher so mit ganz dezentem Spoiler? Oder doch eher so sportlich klassisch? Ganz egal, wir zeigen euch heute, worauf ihr bei der Auswahl eures perfekten Motorradhelms achten solltet und vor allen Dingen, wie ihr euren perfekten Motorradhelm findet, ohne dafür gleich ein Vermögen auszugeben. Viel Spaß beim Video! Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express begrüßen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn du neu sein solltest, kannst du hier ganz kostenlos den Kanal abonnieren. Wir hauen hier dreimal die Woche, nämlich dienstags, donnerstags und sonntags, jeweils um 16 Uhr ein neues Video rund um die Themen Motorradsicherheit, Motorradausrüstung oder auch Motorradfahren selbst raus. Wenn dich das interessiert, hier das kostenlose Abo dalassen. Würde ich mich richtig drüber freuen. Und wir schauen uns heute an, was der perfekte Motorradhelm ist. Das ist nämlich dieser hier. Das ist natürlich Quatsch. Wir wollen dir heute nur eine Hilfestellung geben, wie du den Weg zu deinem perfekten Motorradhelm findest, ohne etwas zu kaufen, was unnötig teuer ist und dementsprechend auch Geld verbrennt. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen werden wir dir hier, ich habe sie hier schon in der Timeline eingeblendet, anhand der verschiedenen Kriterien eines Helms zeigen, worauf du beim Kauf achten solltest, was Features sind, also Ausstattungsmerkmale sind, die du unbedingt brauchst und was vor allen Dingen auch Ausstattungsmerkmale sind, die du nicht brauchst, woran du einfach Geld sparen kannst. Das ist quasi der Inhalt dieses Videos. Zudem werde ich einzelne Themen relativ kurz ansprechen, denn dieses Video ist mehr eine Essenz aus ganz vielen anderen Videos, die wir schon gemacht haben oder noch in nächster Zeit machen werden, wo wir wieder beim Thema Abonnieren sind. Und wir starten jetzt mit der Außenschale des Helms und worauf du dabei achten solltest. Bei der Außenschale eines Motorradhelms wird grundsätzlich zwischen zwei Arten unterschieden, nämlich den Faserhelmen, so einen wie wir hier haben, und den Thermoplasthelm. Ich stelle sie euch auch mal vor die Detailkamera. Optisch macht das erstmal noch gar keinen Unterschied. Man sieht erst den Unterschied eines Faserhelms, wenn wir ihn denn mal in der ursprünglichen Form zeigen. Das sieht dann nämlich so aus, ich stelle ihn euch auch einmal vor die Detailkamera. Das ist nicht nur irgendein Faserhelm, das ist nämlich gleich ein Carbonfaserhelm. Und schaut ihn euch an, ist das nicht eine Schönheit? Also ich kann mich immer wieder für begeistern. Also grundsätzlich unterschieden wird ein Thermoplasthelm. Diese Helme bestehen letztendlich aus einem ABS oder einem ähnlichen Kunststoff, das heiß in eine Form gespritzt wird. Deswegen auch Thermoplast, weil es tatsächlich ein Helm ist, dessen Außenschale theoretisch, wenn man ihn wieder heiß machen würde, sich wieder verflüssigen würde. Bei den Faserhelmen ist das anders. Da werden eben Fiberglasfasern oder auch, wie in diesem Fall, Carbonfasern in eine Form laminiert. Das heißt, unterschiedliche Matten dieser Fasern werden mit einem Harz, mit einem Epoxidharz miteinander verbunden. Das ist also quasi die Quintessenz dieser Helme. Wir haben das auch nochmal genau beleuchtet in einem Video, das verlinke ich euch unten, genauso wie ganz, ganz viele andere Videos, woran die Vorteile sind. Böse gesagt und kurz gesagt, ist ein Thermoplasthelm eher wie ein Joghurtbecher. Ihr seht auch an der Außenschale gar nicht, wenn der schon mal runtergefallen ist. Da habt ihr vielleicht einen Kratzer drin, aber der springt wieder in die Ursprungsform zurück. Und da sind wir beim eigentlichen Clou, denn wir haben hier eine sehr punktuelle Belastung des Helms. Also der gibt dann an der Stelle, wo der Aufprall im Falle eines Unfalls ist, gibt er die Energie an die darunter liegende Styroporkalotte weiter. Das ist nicht so schön und deswegen sind diese Fiberglas- bzw. Mischgewebehelme bzw. Carbonhelme ein bisschen schöner, weil die die Energie auf einer größeren Fläche verteilen können und damit sicherer sind. Zum Beispiel diese Fiberglas- bzw. Mischfaserhelme gibt es in verschiedensten Varianten und jeder Hersteller hatte eigentlich einen speziellen Namen. Zum Beispiel Shoei nennt es AIM, HJC nennt es PIM Plus und so sind eben diese Fiberglashelme. Grundsätzlich also Faserhelme, Thermoplasthelme. Ist erstmal kein Problem, denn das sind wirklich langlebige, robuste Helme. Meine Empfehlung aber, wenn ihr regelmäßig und intensiv Motorrad fahrt, kauft euch einen Faserhelm. Carbonfaser hat jetzt noch den Vorteil, der ist leichter. Das heißt also, diese Helme sind gut, Faserhelme sind noch einen Tacken besser und das ist wirklich die Creme de la Creme. Muss man halt schauen. Also wenn man sich wirklich was gönnen will und wirklich top-notch das Beste haben möchte, dann wird die Wahl wahrscheinlich auf einen Carbonhelm treffen. Aber eben auch Faserhelme sind deutlich besser. Achtet zudem bitte noch darauf, wie viele Außenschalengrößen euer Helmmodell hat, für das ihr euch interessiert. Bei Shoei gehen die hoch bis zu 4 Außenschalenmodellen. Denn es ist nämlich ein Trugschluss, dass jede Helmgröße ausgerechnet auch eine eigene Außenschalengröße hat. Bei ganz günstigen, zum Beispiel so Wish-Helmen, habt ihr eine Helm-Außenschalengröße, die von S bis XXL reicht. Normalerweise sind es 2 Größen und ja, wenn eben ein Helm sehr gut ist, dann hat er 3 Größen oder wirklich Endstufe sind 4 Größen. Achtet da einfach noch drauf. Deswegen also meine erste Empfehlung, kauft euch einen Faserhelm.
Nachdem wir jetzt also über die Außenschale des Helms gesprochen haben, lasst uns über den Teil des Helmes sprechen, der die eigentliche Arbeit macht im Falle eines Sturzes, nämlich den Styroporkern. Und den zeige ich euch einmal. Zack! Wir haben hier nämlich ein aufgeschnittenes Exemplar, woran man das sehr gut erkennen kann. Wir haben hier also ganz normal die Außenschale, darüber haben wir gerade gesprochen. Und hier runter ist dann der Styroporkern bzw. die Polystyrolkalotte. Also dieser Bereich hier wird im Falle eines Sturzes dann gedämpft. Das heißt also, der wird zusammengedrückt. Und hierbei ist darauf zu achten, dass wir ein mehrschichtiges, ein mehrdichtiges EPS haben aus verschiedenen Lagen oder auch vor allen Dingen aus verschiedenen Härtegraden. Denn unterschiedliche Stellen des Kopfes bedürfen eines unterschiedlichen Härtegrades, um die Energieaufnahme wirklich zu optimieren. Jetzt ist das für einen Laien und auch für uns sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie gut und wie sicher ist ein Helm wirklich. Da wird uns aber insofern geholfen, dass es Institute gibt, die genau sowas überprüfen. Das sind nämlich die sogenannten Sharp-Tests und ich stelle euch mal gerade einen Helm mit einer besonderen Eigenschaft vor die Detailkamera. Das hier ist der Carbeck Tourmax und der hat gerade 5 Sterne im Sharp-Test gewonnen. Ich verlinke euch die Seite zu den Sharp-Tests unten auch nochmal. Deswegen schaut euch unbedingt an, wie sicher ist das Modell Helm, für das ihr euch gerade interessiert. Außenschale check, Styroporkern check. Schauen wir uns nun an, welche inneren Werte euer Helm hat. Nämlich das Innenfutter. Das Innenfutter ist eigentlich bei jedem Helm herausnehmbar und waschbar. Das sind also keine entscheidenden Kriterien für den Helm. Aber es sollte 3D geformt sein. Es muss sich richtig gut an euer Gesicht anschmiegen. Das ist aber letztendlich ein Ausprobieren. Wobei gesagt werden kann, dass wirklich renommierte Hersteller, wie zum Beispiel Arai hier oder einen Shoei, dass die auch ein sehr langlebiges Futter haben. Denn das Problem ist, das Futter setzt sich mit einer Zeit. Das ist soweit in Ordnung. Deswegen sollen wir auch sehr, beziehungsweise relativ enge Helme haben. Das ist alles klar. Doch wenn sich das zu stark setzt, dann hat der Helm zu viel Spiel auf unserem Kopf und der ist auch nicht mehr richtig sicher. Achtet deswegen auf ein hochwertiges Innenfutter. Achtet auch darauf, dass das Innenfutter antibakteriell ist, wenn ihr darauf Wert legt. Und es gibt sogar Varianten mit Klimamembran. Hat dieser jetzt nicht, aber viele Nex-Helme haben eine Klimamembran, die dabei hilft, dass euch beim Motorradfahren im Winter nicht zu kalt wird. Auch das Visier ist beim Motorradhelm natürlich von entscheidender Wichtigkeit. Zack, so geht es hier hoch. Hierbei ist wichtig, dass wir einen großen Sichtausschnitt haben. Ein Mensch zum Vergleich hat 180 Grad, die wir ungefähr sehen können, nämlich ungefähr hier. Ihr könnt das mal ausprobieren. Je nachdem, wie weit ihr eure Hände nach hinten nehmt, könnt ihr die noch ganz an den Seiten erahnen. Und das muss euer Helm mitgeben. Also achtet darauf, dass wir einen sehr weiten Sichtausschnitt haben, damit wir nicht beim Motorradfahren eingeengt werden. Zudem bei dem Visier wichtig, nehmt ein Pinlock-Visier. Das ist meine Empfehlung, denn sonst beschlägt das Visier bei kalten Temperaturen oder bei schlechter Witterung, was wirklich ein Sicherheitsmanko ist. Optische Klasse 1 ist auch ganz wichtig. Das bedeutet, dass das Visier verzehrfrei ist, also dass ihr eure Umwelt so wahrnehmen könnt, wie ihr auch wirklich ist. Sonst haben wir so ein bisschen den Effekt, wenn ihr ins Wasser guckt, einen Fisch, dann ist der Fisch ja in Wirklichkeit woanders, als dass ihr ihn seht. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist eben auch ein ähnlicher Effekt, wenn ihr kein optische Klasse 1 Visier habt. Wenn es euch wichtig ist, dann achtet zudem noch auf die innenliegende Sonnenblende. Das hier ist ein Racing-Helm, der hat keine innenliegende Sonnenblende. Aber zum Beispiel hier der RFA 70, ich schiebe nochmal zur Seite, zack, der hat hier an der Seite ein innenliegendes Sonnenvisier. Dabei ist wichtig, achtet darauf, dass wir hier einen relativ schmalen Spalt haben. Das sieht nicht nur doof aus, sondern kann eben nur zu einer teilweisen Abschirmung eurer Augen vor der Sonne führen. Und natürlich darauf achten, hier ist es glaube ich sogar angegeben, nee ist es nicht, aber achtet darauf, dass wir einen UV-Schutz haben vor UVA und UVB-Schalen. Wir sprachen eben schon über die Lautstärke eines Helms, das wird durch verschiedene Faktoren maßgeblich beeinflusst, nämlich wie gut ist das hier unten abgeschlossen, wie gut ist der Kinnwindabweiser und vor allen Dingen auch, wie gut ist das Visier isoliert. Wenn wir hier eine Gummilippe haben ringsrum, dann dichtet das Visier deutlich besser ab. Paradebeispiel, RFA 90S. Super leiser Helm, aber auch andere Helme kriegen das sehr gut hin und achtet auf solche Faktoren, wenn ihr einen sehr leisen Helm haben wollt. Zum Thema Aerodynamik kommend ist natürlich die generelle Formgebung der Außenschale wichtig, aber auch Faktoren wie eben eine flache Belüftung. Besonders aerodynamische Helme sind eben so ein bisschen länger gezogen oder hier wie dieses Exemplar von Arai mit einem verstellbaren Spoiler. Seht ihr das? Man kann den einstellen, wie man sitzt, also auf einer Supersportler eher so und auf einem Naked Bike eher so. Gut, aber das ist primär Spielerei. Also, für ganz viele von uns wird auch ein normaler Integralhelm, normal in Anführungsstrichen, definitiv seine Zwecke erfüllen. Zum Thema Belüftung, das ist auch ein wichtiges Thema für uns alle, vor allen Dingen aber auch für Enduro-Fahrer, denn da ist das Thema, wir sind oft langsam unterwegs und dementsprechend brauchen wir eine umso bessere Belüftung. Aber eine gute Belüftung kann nur dann wirklich sehr gut sein, wenn sie a flach ist,
nochmal zum Thema Aerodynamik, eben keine Windverwirbelung und damit auch keine Lautstärke erzeugt. Vor allen Dingen aber auch hier im Stirnbereich und da einmal im Kinnbereich die Belüftung hat und vor allen Dingen dann auch eine entsprechende Entlüftung hat. Denn die Zirkulation kann nur dann wirklich hundertprozentig zustande kommen, wenn die Luft, die vorne reinkommt, auch hinten wieder raus kann. Immer wichtiger wird auch das Thema Zusatzausstattung. Wollt ihr ein Bluetooth-Intercom anbauen, dann extern, so wie diese Geräte zum Beispiel von Sena, oder möchtet ihr einen Helm, wo ihr das Ganze im Kragen verschwinden lassen könnt, beziehungsweise im Helmrand, beziehungsweise hier unten im Helmabschluss. Wenn ihr das wollt, dann würde ich euch empfehlen, greift zu Shoei oder auch zu Schubert. Schubert ist auch da. Denn diese Helme arbeiten mit Sena zusammen. Das heißt also, wir haben nicht nur ein Freisprechgerät, was dann mit der eigenen Marke zusammen kommunizieren kann, sondern eben auch mit den Sena-Geräten, was so ein bisschen das WhatsApp unter den Bluetooth-Freisprechgeräten ist. Bei anderen Helmherstellern, wie zum Beispiel bei Shark, die haben eigene Geräte. Das Shark Tooth beispielsweise oder das Nex XCOM. Damit kann man aber nur mit anderen Helmen des gleichen Herstellers kommunizieren. Wenn eure Freundin den gleichen Helmhersteller fährt, dann ist das kein Problem. Wenn ihr aber Freunde habt, die unterschiedliche Helme fahren, kann das zum Problem werden, wenn ihr mit denen kommunizieren kann. Deswegen immer die beste Lösung, hier ein externes Gerät. Das könnt ihr auch von Helm zu Helm mitnehmen und ist teilweise auch die günstigste Lösung. Vereinzelt haben Helme zusätzlich Ausstattungsmerkmale wie die Möglichkeit, eine Actionkamera anzubringen oder zumindest solltet ihr darauf achten, dass beispielsweise hier ein relativ großer freier Bereich ist, damit ihr, wenn ihr Bedarf habt, eine GoPro hier anbauen könnt oder sonst eben die Seite. Das sind die Punkte, worauf ihr bei einem Helmkauf achten solltet, um für euch den perfekten Helm zu kaufen. Lasst uns jetzt nochmal die Merkmale zusammenfassen. Also, ich empfehle euch definitiv einen Faserhelm. Es muss nicht zwangsläufig ein Carbonfaserhelm sein, denn das ist wirklich das oberste Maß. Achtet auf eine gute Aerodynamik und vor allen Dingen eine gute Sicherheit. Das könnt ihr kontrollieren, indem ihr euch die Sharp-Tests anschaut. Innenfutter, auch ein ganz wichtiges Thema für die Passform, für die Bequemlichkeit des Helms. Daran solltet ihr definitiv nicht sparen. Zusatzausstattung ist so ein Thema. Wer es braucht, der kann das eben dazu nehmen, wie beispielsweise bei Shoei oder Schubert. Wer eben eine günstige Variante fahren will, der nimmt ein Sena-Gerät. Die gibt es teilweise auch wirklich gut gebraucht oder eben ein Auslaufmodell. Die Sonnenblende ist auch ein Thema, über das man streiten kann. Wenn ihr es braucht, dann nehmt es. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es gerne positiv. Wenn ihr euch nochmal über die Visiere informieren wollt, nämlich hierüber, dann schaut euch gerne dieses Video an. Hier kannst du den Kanal jetzt noch abonnieren. Sehen wir uns jetzt hier regelmäßig zu neuen Videos. Ich wünsche dir eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao. So, wenn ihr darauf Wert legt, dann achtet auch noch auf die innenliegende Sonnenblende, die wir bei diesem Helm nicht haben. Also wenn ihr euch fragt, wie unsere Thumbnails jetzt seit neuestem entstehen, so.